Ja, und damit herzlich willkommen, liebe TSG-Fans, zur Bundesliga Home Challenge. Ja, wenn ich mal auf meine Uhr gucke, es ist fast 15:30 Uhr. Das heißt, normalerweise wäre jetzt Fußball-Bundesliga. Die DFL hat sich diese Woche ein Ersatzprogramm überlegt, und zwar virtuell. Das Ganze wurde am Mittwoch verkündet. 26 Vereine aus der ersten und zweiten Bundesliga nehmen an der Bundesliga Home Challenge teil, und es gibt 13 verschiedene Partien. Wir haben euch zum Modus einiges auf unserer Webseite bereitgestellt. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und wir starten heute mit der Begegnung gegen Greuther Fürth. Das Ganze findet im 85er-Modus statt. Das heißt, klar, Greuther Fürth als Zweitligist wäre mit den normalen Spielerwerten unserer TSG unterlegen. Im 85er-Modus ist das nicht der Fall. Wir haben gleiche Chancen heute jeweils für die Fürther und für die TSG. Es ist wirklich eine super Sache. Das Ganze wird heute im Hin- und Rückspiel abgehalten, und wir haben natürlich auf der einen Seite einen Spieler nominiert, und zwar ist das Marcel. Der hat den sechsten TSG-Fan-E-Cup bei uns gewonnen in der Partie gegen Fortuna Düsseldorf. Er kommt aus Bielefeld und ist TSG-Fan seit 14 Jahren, also ungewöhnliche Geschichte, ist sogar Dauerkarteninhaber seit 5 Jahren. Er verbindet wirklich einiges mit diesem Club, ist wirklich großer Fan und konnte sich hier letztes Jahr den TSG-Fan-E-Cup Nummer 6 eben sichern. Da schauen wir gerne nochmal rein in die Highlights. Zum sechsten Mal fand heute im Rahmen des Heimspiels gegen Fortuna Düsseldorf der TSG Fan E-Cup statt. Heute mit einem ostwestfälischen Duell. Marcel aus Bielefeld traf auf Justin aus Delbrück. Beide mit extremer Erfahrung. Justin konnte letzte Woche sogar die Top 100 Info Champions erreichen, aber es begann für Marcel ziemlich gut, das 1:0 nach sehr schöner Kombination früh in der Partie. Und er konnte nachlegen, super Doppelpass mit Lucadia und Kramaric. Und Lucadia verwertet dann eiskalt. Justin kämpfte sich auf seiner fremden Konsole auf der Xbox zurück, traf mit Ruben Hennings. Und wenig später allerdings dann der nächste Treffer für Marcel. 3:1, das gleichzeitig auch der Endstand im Hinspiel. Im zweiten Spiel auf der PlayStation ging es munter los für Marcel. Er traf mit den in Rot gekleideten Düsseldorfern. Aber Justin, der forcierte das Comeback. Kramaric war es, der den Ausgleich erzielte. Mit etwas Glück dann hier in Minute 37 der nächste Ausgleichstreffer. Aber Justin, der gab nicht auf, der versuchte alles. In der Schlussphase brachte er nochmal alle offensiven Kräfte rein, die gingen, aber am Ende reichte es aus seiner Sicht leider nicht. Den nächsten TSG Fan E-Cup gibt es im Januar. Dort könnt ihr euch natürlich wieder qualifizieren. Alle Infos dazu auf 1899.de. Ja, das war wirklich ein spektakulärer TSG Fan E-Cup, den wir da letztes Jahr gesehen haben. Und wie Marcel eigentlich TSG Fan geworden ist, es war wirklich eine kuriose Geschichte. Das könnt ihr nachlesen auf unserer Webseite 1899.de/news. Einfach mal reinklicken und das ganze Interview mit ihm dort nachlesen. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem Lizenzspieler. Denn der heutige Modus besagt, dass ein Spieler, ein E-Sportler, Influencer, wer auch immer eben spielt, bei uns ist das Marcel und eben dann der Lizenzspieler Munas, er wird das Rückspiel machen heute. Und er ist 27, ist im Winter zu uns gewechselt aus Sevilla und hat E-Sports-Erfahrung, liebe Freunde. Munas ist wirklich ein Naturtalent am Controller, hat unter anderem schon öfters die Top 100 auch in diesem Jahr auf der PlayStation erreicht und kürzlich auch beim Interwetten Home Cup. Da hat er auch mitgespielt. Unter anderem waren da auch AI-Sportler dabei. Benedikt CR7 vom VfL Wolfsburg. Gegen den musste er dann auch direkt im Halbfinale ran. Und wie es für Munas dort lief, das schauen wir uns jetzt an. Genau, es war also der Interwetten Home Cup und im Halbfinale Riesenaufgabe gegen Benedikt Bauer vom VfL Wolfsburg. Wirklich ein E-Sportler, der schon bei einigen internationalen Turnieren mit dabei war. Und Munas hatte die erste Möglichkeit in der ersten Halbzeit, traf den Pfosten, geriet dann allerdings in Rückstand,
konnte aber ausgleichen. Andrej Kramaric in der 67. Spielminute hier mit diesem Schuss. Entschuldigt übrigens die Qualität. Das wurde natürlich in einem Livestream gemacht, die wir gerade sehen. Und dann ging es ins Golden Goal. Und dort konnte Mounas dann tatsächlich den Siegtreffer erzielen. In diesem K.O.-Spiel beim Interwetten Home Cup. Und dann kam er also ins Finale und dort ging es gegen Luis Fernandez von Asteras Tripoli, also auch ein Fußballspieler. Und da schauen wir natürlich auch in die Highlights. Und ich sag mal, es war wirklich eine klare Angelegenheit. Ihr seht es oben in der Anzeige, früh in der Begegnung, der Pass auf Dabur, der trifft den Pfosten leider nur. Dann Bebu, der übrigens auch sehr, sehr gut am Controller ist und dann das 1:0. Wenig später, nächster Angriff, Kramaric, Dabur in der Doppelspitze, in einer engen Raute gespielt, Ball raus auf Sko. Und da sieht man wirklich sein gutes, geordnetes Spiel, hat wirklich einiges drauf, schnelle Bewegungen, Dabur im Zusammenspiel mit Kramaric und nach 6 Minuten stand es einfach schon 2:0. Am Ende hat Mounas das Ding also gewonnen im Finale 5:2 und das hat er natürlich dann auch über Social Media geteilt, war sehr stolz, wie man hier sehen kann. Und wir waren natürlich auch sehr, sehr stolz auf ihn, dass er das gemacht hat. Und heute geht es also direkt weiter. Ich kann euch sagen, Mounas ist hochmotiviert, genauso auch wie Marcel und ich freue mich riesig, dass es dann jetzt gleich losgeht gegen Greuther Fürth. Auf die möchten wir natürlich auch schauen. Unser Gegner heute, die werden mit Lizenzspieler Timothy Tillmann, wie wir sehen können, antreten und die Fürther in der virtuellen Bundesliga vergangene Saison. Da waren die richtig gut mit dabei, sind Zweiter geworden, also der Vizemeister an der PlayStation, an der Xbox in FIFA, kommt hier heute bei uns im Stream. Sie kommen mit E-Sportler wie Fabio, auch ein richtig, richtig guter, mit einer der defensiv stärksten Spieler in der vergangenen Saison in der virtuellen Bundesliga. Also wir haben hier wirklich eine starke Herausforderung, aber ich denke, dass sie mit der Qualität von Marcel und auch von Mounas hier richtig was reißen können. Jetzt freue ich mich natürlich, dass so viele Zuschauer hier schon im Chat zugeschaltet haben. Ich versuche auch während der Übertragung immer mal wieder in den Chat zu schauen und auf eure Fragen einzugehen. Also dafür seid ihr herzlich eingeladen, da einfach mal reinzuschauen. Und ja, falls ihr Fragen habt, würde ich euch einfach mal sagen, schaut rein. Ich sehe da schon wirklich einige im Chat. 200 Leute sind mittlerweile auf YouTube schon bei uns in der Übertragung. Wir warten jetzt aktuell noch auf das Signal, damit wir dann schnellstmöglich ins Spiel reingehen können. Und weitere Partien haben wir natürlich auch am heutigen Samstag und am Sonntag. Wir haben natürlich die optimale Uhrzeit erwischt mit 15:30. Das freut uns natürlich sehr, dass wir heute das Eröffnungsspiel in der Bundesliga Home Challenge hier bestreiten dürfen. Und da haben wir später zum Beispiel noch die Partie zwischen Hertha und Paderborn. Mainz 05 trifft auf Borussia Dortmund. Da spielt unter anderem Achraf Hakimi. St. Pauli gegen den FC Schalke 04. Die haben auch einen Top-100-Spieler mit Nassim Boujelab. Der erste FC Köln spielt gegen den VfB Stuttgart. Dann später am Abend Dynamo Dresden gegen Eintracht Frankfurt. Und der FC Augsburg und Hannover 96 beenden dann den heutigen Tag. Morgen geht es dann auch wieder weiter mit Bremen gegen Nürnberg, dann wieder zu gewohnter Zeit, 15:30 Uhr. Der RB Leipzig trifft dann auf den Hamburger SV, da spielt unter anderem Innenverteidiger Mukiele für die Leipziger. Union Berlin, auch ein Neueinsteiger bei diesem E-Sport-Projekt gegen SSV Jahn Regensburg, auch die sind neu mit dabei. Arminia Bielefeld gegen die Störche aus Kiel, der SC Freiburg darf gegen SVW in Wiesbaden ran. Freiburg spielt sogar mit zwei Spielern, zwei Lizenzspielern. Das heißt, Marc Flecken und Schlotterbeck sind für die Freiburger dabei. Und der SV Darmstadt spielt dann zum Abschluss dieser Bundesliga-Home-Challenge an diesem Wochenende gegen Bayer Leverkusen. Ich glaube, wir können euch dieses Wochenende wirklich ein gutes Alternativprogramm zur Fußball-Bundesliga auf dem virtuellen Rasen bieten. Und ja, ich denke, wir haben mit Dabur auch wirklich einen der talentiertesten Spieler am Controller. Das hat er letzte Woche schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt beim Interwetten Home Cup am Dienstag. Und ich sehe auch schon wirklich im Chat, da sind schon die Anfeuerungsrufe drin. Der Johannes Riedlinger schreibt, auf geht's, Mounas. Also,
Wir freuen uns natürlich sehr über euren Support im Chat, den ihr dann auch gleich während des Spiels hoffentlich weitergeben wird. Bundesliga Home Challenge, wirklich ein einmaliges Projekt, gibt es zum ersten Mal, hat sich die DFL überlegt, ja, was machen wir jetzt in dieser Bundesliga-Pause? Und da haben sie sich halt gedacht, klar, wir haben mit dem E-Sport in den letzten Jahren wirklich eine tolle Entwicklung gehabt bei den verschiedenen Bundesliga-, Zweitliga-Vereinen, aber auch natürlich in der dritten Liga. Regionalligisten haben mittlerweile E-Sports-Abteilungen, bringen dann den FIFA-E-Sport weiter voran. Und da kam das natürlich gut gelegen, endlich mal den E-Sport auch hier als Ersatzprogramm zu bringen. Der 11. TSG Fan E-Cup. Die E-Cups, Leute, ihr kennt sie wahrscheinlich, die laufen parallel weiter. Den nächsten gibt es am 3.4. Und der eignet sich natürlich auch für euch sehr, sehr gut, um euch mal mit stärkeren Spielern zu messen. Schaut da einfach mal auch bei 1899.de vorbei. Da werden auch immer alle Informationen dazu für euch aufbereitet. Das Online-Turnier findet am 3.4. statt. Wir können leider kein Offline-Finale mehr bringen, weil momentan die Bundesliga, wie gesagt, ausgesetzt ist. Sonst haben wir das ja immer schön bei uns im Stadion gemacht, in unserem wunderschönen E-Sport-Studio. Jetzt alles online, aber ihr könnt auch tolle Preise gewinnen. Deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall vorbeizuschauen und ja, weiterhin die TSG Fan E-Cups zu spielen. Das wird auch in den nächsten Wochen so weitergehen. Was erwartet uns heute eigentlich für einen Modus, liebe Freunde? Wir spielen Hin- und Rückspiel, das ist klar, gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Das erste Spiel wird Marcel Schwarz, der 6. TSG Fan E-Cup-Sieger für uns, machen gegen Fifabio. Und anschließend geht es dann mit der Partie weiter von Timothy Tillmann gegen Munas Dabur. Und das Ganze findet im 85er-Modus statt. Der 85er-Modus ist eine Variante vom FIFA-Gameplay, das uns ermöglicht, alle Spieler gleich bewertet zu haben. Also alle Spieler haben eine Gesamtstärke von 85 und dadurch gibt es eine maximale Chancengleichheit auf beiden Seiten. Und es gibt keine Skillsterne, nur bis 3 beschränkt. Das ist so eine Einschränkung. Trotzdem muss man darauf achten, wie viel Weakfoot zum Beispiel ein Spieler hat. Das heißt, wenn du mit Sko auf der linken Seite bist und mit rechts finessen möchtest, geht er mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit rein, als wenn er jetzt mit links reinschießen würde. Das so zu kurz zur Erklärung. Ansonsten, ja, der 85er-Modus in der VBL hat sich bewährt. Manche Profis kommen mit ihm ganz gut klar, manche hingegen weniger. Ihr könnt euch gerne mal in den Chat schreiben, wie ihr so mit dem 85er-Modus klarkommt. Das würde mich sehr interessieren. Der Benjamin schreibt, Bujelab ist noch krasser als Dabur, hat schon sehr auf Top 100 geholt. Nee, der Munas, der war auch schon öfters in der Top 100, auch schon dieses Jahr. Also ich denke, dass Bujelab und Munas sich auf einem Niveau befinden. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um das Spiel gegen Greuther Fürth. Liebe Leute, ihr seid weiterhin dazu eingeladen, in den Chat zu schreiben. Ich sehe wirklich hervorragendes Feedback bei euch. Wenige Minuten dauert es noch, dann können wir auch direkt ins Spiel gehen. Und die Bundesliga Home Challenge, die läuft heute noch den ganzen weiteren Tag. Die anderen Vereine spielen auch Partien, aber ihr verpasst rein gar nichts, denn wir spielen gleich unser erstes Spiel einzeln. Und ja, wir warten weiterhin auf das Signal und hoffen natürlich, dass es gleich da ist. Entschuldigen uns natürlich für die Verzögerung. Wir hatten uns das anders vorgestellt. Der Sebastian Hirsch, der schreibt rein, bester Modus. Also er scheint ganz gut klar zu kommen mit dem VBL-Modus. Da sehen wir nochmal unsere beiden Spieler, Munas und Marcel. Die Unterstützung ist da. Danilo 5 schreibt, auf geht's, Munas. Also falls ihr irgendwelche weiteren Fragen habt, wie der Modus funktioniert, schreibt's gerne in den Chat auf YouTube. Ich habe den nebenbei laufen und bin da gerne offen für. Ja, die Ankündigung, wie gesagt, war am Mittwoch. Und dann ging alles auch ganz schnell. 26 Vereine haben direkt ihr Ja gegeben, dass sie hier mitmachen möchten.
Finde ich sehr, sehr beeindruckend. Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, wie ihr das findet, dass da wirklich jeder so mitgezogen hat. Auch Vereine, die vorher keine E-Sport-Erfahrung haben. Wir haben ja schon regelmäßig die TSG-Fan-E-Cups veranstaltet, haben hier oben in der PreZero Arena unser eigenes E-Sport-Studio. Und daher auch schon die gewisse Erfahrung und haben uns deswegen auch für unseren Spieler Marcel Schwarz entschieden, weil er wirklich mit Hoffenheim eine sehr, sehr große Identifikation hat und eben den 6. TSG-Fan-E-Cup für sich entscheiden konnte gegen Düsseldorf damals in einem wirklich sehr, sehr starken Spiel. Wie vorhin bereits gesehen. Und es gibt kein Doppelspiel. Das fragt Nicer Dude. Grüße gehen raus an dich an dieser Stelle. Es gibt kein Doppelspiel. Wir spielen erst das Hinspiel. Das heißt, Marcel kommt zum Einsatz und anschließend dann das Spiel von Munas gegen den anderen Profi von Greuther Fürth, gegen Timothy Tillmann. Zudem kann man sagen, der hatte in dieser Saison, ich habe es mir aufgeschrieben, 4 Spiele für die Zweitligamannschaft von Greuther Fürth und konnte da mit 2 Vorlagen brillieren, also damit ihr ungefähr wisst, auf was für ein Niveau sich Timothy Tillmann so befindet momentan bei den Fürthern. Und bei Fifabio habe ich es vorhin gesagt, das ist der E-Sportler, der Fürther, wirklich ein großer Name, kann fast sagen, eine der Überraschungen in dieser Saison, konnte in der virtuellen Bundesliga zusammen mit seinem Partner Impact die Vizemeisterschaft holen. Ganz knapp war es am Ende, Meister wurde ja Werder Bremen. Irgendwie hat Hoffenheim in der E-Sport-Szene gewonnen. Felix, ich verstehe deine Frage nicht ganz. Also wir veranstalten, wie gesagt, momentan nur die TSG-Fan-E-Cups. In der virtuellen Bundesliga waren wir nicht. So, wir haben hier eine Frage bekommen. Hey Seif, danke. Eine Frage zum Turnierverlauf. Wie sieht es nach dem Spieltag aus? Werden weitere folgen? Oder gibt es dieses Wochenende schon einen Sieger? Liebe Grüße, Basti. Sehr gute Frage von Sebastian Schulze an dieser Stelle. Das Ganze ist momentan so geplant, dass momentan das reine Showmatches sind. Es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn man so und so viele Spieltage machen würde, das vielleicht tabellarisch irgendwie festzuhalten. Aber momentan hat sich das Ganze nur auf diesen einen Spieltag beschränkt. Man muss halt abwarten, wie sich die Situation rund um Corona so verhält. Und dann muss man darauf eben reagieren, von Seiten der DFL, ob noch weitere Spieltage kommen werden. Das Ganze ist ein Pilotprojekt, ich sag's euch ganz ehrlich, das ist auch für alle Veranstalter, für alle Leute hinter den Kulissen, die gerade daran arbeiten, eine ganz neue Erfahrung. Und da müsst ihr auch verzeihen, wenn es da vielleicht am Anfang jetzt noch nicht ganz klappt mit der 15.30 Uhr Uhrzeit. Wir warten nämlich immer weiter noch auf das Signal. Ja, ansonsten, auf Tipico kann man nicht tippen. Tatsächlich nicht, fragt hier der Celo. Das kommt noch nicht, so weit sind wir im E-Sport noch nicht. Wie viele Minuten werden gespielt? Das ist eine ganz reguläre FIFA-Spielzeit. Wir spielen jeweils 6 Minuten pro Halbzeit. Genau. Und genau. Also, geplant momentan nur dieses Wochenende. Aber natürlich gibt es da die Möglichkeit auch nächstes Wochenende. Aber dazu kann ich euch leider noch keine Information geben. Das wissen wir selbst noch nicht. Und wir hoffen natürlich, dass es weitergehen wird. Weil es wirklich ein tolles Alternativprogramm hier für die Fans. Ich bin wirklich auch begeistert. Also momentan im YouTube-Chat, ich weiß nicht, wie es auf Facebook aussieht, haben wir 536 Zuschauer. Das ist eine tolle Zahl. Vielen, vielen Dank an jeden, der hier heute eingeschaltet hat. Leider sind wir noch nicht ganz so weit. So, wir schauen mal weiter in die Kommentare. Vielen, vielen Dank auch an alle, die sich gerade beteiligen. Endlich mal Fußball live auf YouTube, schreibt TSG07. Ja, zwar nur virtuell, aber ich denke, wir haben hier heute sehr, sehr gutes Personal auf dem virtuellen Rasen, dass das nahezu identisch wird. Es ist kein Turniermodus. Nein, aktuell ist es kein Turniermodus. Es sind reine Showmatches. Das hat der Timo K. gefragt. So. Und wir schauen mal kurz, was wir noch sonst für Fragen haben. Streamt irgendwo ein Kanal alle Spiele? Ja, wir streamen natürlich heute hier zum einen unser Spiel gegen Greuther Fürth. Aber die anderen Spiele, die ich vorhin schon gezeigt habe, da können wir auch gerne nochmal reinschauen. Die werden auf der Seite
der virtuellen Bundesliga präsentiert. Die haben ja natürlich auch einen YouTube-Kanal und da könnt ihr dann später zum Beispiel Hertha gegen Paderborn verfolgen, Mainz gegen Borussia Dortmund. Auch ein sehr interessantes Duell, wie ich finde, weil bei den Mainzern ist unter anderem Daniel Brosinski als Spieler mit dabei, bei den Dortmundern ist es Hakimi und bei den Dortmundern wird so ein bisschen FIFA-YouTube, FIFA-E-Sport mitverfolgt. Der wird Erne von viel FIFA kennen, der spielt bei denen. Also das ist auch ein ganz interessantes Match. St. Pauli gegen Schalke, dazu kann man auch wirklich viel sagen. Mit Bujelab haben die auch einen Top-100-Spieler. Ich habe es vorhin auch schon im Chat gelesen. Richtig, richtig guter Mann. Wurde auch schon viel über ihn berichtet. Und da waren sich die Schalke auch schnell einig, dass sie mit ihm an den Start gehen. Und unter anderem dann noch Tim Latger dabei. Auch eher so natürlich so ein FIFA-E-Sport-Sinnbild. Der einen da wirklich schnell in den Kopf kommt in Deutschland. Köln gegen Stuttgart, da werden wir den VBL-Sieger von 2018, Tim Cannavatos, später sehen. Der spielt im Trikot der Kölner. Und ja, das ist dann eben später das Spiel gegen die Stuttgarter. Dynamo Dresden gegen Frankfurt haben wir dann später auf dem VBL-Kanal eben auch noch. Die Dresdner treten mit zwei bei Hoffenheim ausgebildeten Spielern an. Das ist auch nochmal sehr interessant zu vermerken. Unter anderem mit Barış Artık und mit Marco Terracino, der ja auch wirklich schon eine TSG-Vergangenheit hat, bei uns ausgebildet. Ja. Wir schauen dann noch auf das letzte Spiel. Wir haben den FC Augsburg gegen Hannover 96. Morgen dann auch noch Bremen gegen Nürnberg. RB Leipzig gegen den HSV. Und ja, alle weitere Informationen natürlich zur Bundesliga Home Challenge, die haben wir auf unserer Webseite bereitgestellt. Und da könnt ihr euch auch immer gerne reinklicken, 1899.de und unter anderem auch für die TSG Fan E-Cups anmelden. TSG 07 fragt, von wo kommentierst du? Ich bin gerade tatsächlich in der Pre-Zero Arena oben. Wir sind hier mit minimalstem Personal vor Ort aufgrund der Corona-Krise und versuchen jetzt hier eben den Stream für euch zu realisieren. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal diesen Glaskasten oben über der Tribüne bei uns gesehen. Müsst ihr mal drauf schauen, wenn ihr das nächste Mal im Stadion seid. Ich hoffe, zeitnah. Da ist eben unser E-Sport-Studio. Und wenn ihr da mal spielen möchtet, wie gesagt, einfach mal bei den TSG Fan E-Cups mitmachen und bestmöglich abschneiden. Das ist immer die Devise. Wir haben wirklich einige dieses Jahr schon veranstaltet. Ja, 15.45 Uhr geht's los, schreibt hier gerade jemand. Weiß nicht, ob die Info richtig ist. Wie oft hat der Bursch schon die Top 100 erreicht, fragt Jonas. Eine genaue Zahl kann ich dir nicht sagen, aber er hat sie auf jeden Fall kürzlich erreicht. Und wenn er das, würde ich mal sagen, wenn er das kürzlich gemacht hat, dann zählt er wirklich schon zu einem der besten Spielern weltweit und auch das Turnier, was er kürzlich gespielt hat. Das lief ja auch sehr, sehr gut beim Interwetten Home Cup. Da hat er erfolgreich abgeschnitten und konnte sich den ersten Platz sichern. Und da können wir vielleicht auch nochmal in die Highlights reinschauen. Das zeige ich euch sehr, sehr gerne, denn da war auch ein E-Sportler von VfR Wolfsburg mit dabei. Für die, die jetzt gerade erst zugeschaltet haben, das war nämlich Benne CR7. Der hat schon das ein oder andere große internationale Turnier gespielt. Aber Munas, der hatte ein Wörtchen mitzureden. Das Ganze war hier nur ein Spiel plus Golden Goal. Munas hatte in der ersten Halbzeit eine richtig gute Möglichkeit mit seinem eigenen Spieler. Traf hier nur den Pfosten. Und anschließend an Kramaric, nachdem er in Rückstand gegangen war, mit dem Ausgleich. Ganz wichtig. Und dann ging es ins Golden Goal. Also gegen den E-Sportler von VfL Wolfsburg, die übrigens nicht dabei sind bei der Bundesliga Home Challenge. Und dann konnte er tatsächlich durch André Kramaric das Golden Goal erzielen.
Ja, dann schauen wir noch mal weiter in die Highlights, denn dann ging es ins Finale. Da ging es gegen Luis Fernandes, wie ihr unten links sehen könnt. Der spielt auch als Profifußballer bei Tripoli. Und da war es wirklich dann eine klare Sache. 5:2 besiegte Munas im Finale den Spanier. Und hier schauen wir auch nochmal auf den zweiten Treffer. Gutes Zusammenspiel. Kramaric und Dabur in der Doppelspitze in dieser engen Raute, die er in diesem Spiel eben gespielt hat. Und ja, wir haben natürlich jederzeit neueste Informationen. Hier sehen wir nochmal das Bild von Munas nach seinem Sieg. 5:2 am Ende. Das postet er stolz auf Instagram. Und apropos Instagram, da könnt ihr natürlich auch immer mal wieder bei der TSG vorbeischauen, falls ihr da noch nicht folgen solltet. Unbedingt abchecken. Gleiches gilt natürlich für andere Kanäle, wie zum Beispiel Twitter für neueste Informationen. Und natürlich auch immer unsere Webseite lege ich euch ans Herz. Da haben wir unter anderem mit unserem Spieler, mit Marcel Schwarz, ein Interview vorbereitet, wo man so ein bisschen Einblick gibt, wie er eigentlich TSG-Fan geworden ist. Man muss wirklich dazu sagen, er kommt aus Ostwestfalen. Marcel kommt aus Ostwestfalen und ist TSG-Fan seit 14 Jahren. Eine kuriose Geschichte, ist seit 5 Jahren Dauerkarteninhaber und wird jetzt hoffentlich zeitnah die TSG dann auch am Controller hier vertreten. Wir warten immer noch auf Signal. Ich entschuldige die Verspätung, bin immer noch begeistert von eurem Feedback. 677 Leute im Live-Chat auf YouTube. Nur kurz nochmal zu Marcel. 25 Jahre ist er alt. Er ist FIFA-Coach bei Beepart Gaming. Dem einen oder anderen FIFA-Affinen wird Beepart Gaming sicherlich etwas sagen. Das ist eine FIFA-Organisation, die unter anderem auch Coaching anbietet und hat sich wirklich groß gemacht in den letzten Jahren, veranstaltet auch Turniere und ähnliches. Und Marcel ist tatsächlich so ein FIFA-Coach. Also er weiß, wie das Spiel funktioniert und das möchte er hier auch gleich bestmöglich anwenden. Getan hat er das schon beim 6. TSG-Fan-E-Cup gegen Düsseldorf. Hier sehen wir nochmal sein Siegerfoto. Die schöne Schale konnte er sich sichern. Und wenn ihr auch mal so eine Schale gewinnen möchtet, dann solltet ihr auch unbedingt beim TSG-Fan-E-Cup weiter dranbleiben. Zum 6. Mal fand heute im Rahmen des Heimspiels gegen Fortuna Düsseldorf der TSG Fan E-Cup statt. Heute mit einem ostwestfälischen Duell. Marcel aus Bielefeld traf auf Justin aus Delbrück. Beide mit extremer Erfahrung. Justin konnte letzte Woche sogar die Top 100 in FUT Champions erreichen, aber es begann für Marcel ziemlich gut das 1:0 nach sehr schöner Kombination früh in der Partie. Und er konnte nachlegen. Super Doppelpass mit Luka Dia und Kramaric. Und Luka Dia verwertet dann eiskalt. Justin kämpfte sich auf seiner fremden Konsole auf der Xbox zurück, traf mit Ruben Hennings. Und wenig später allerdings dann der nächste Treffer für Marcel. 3:1. Das gleichzeitig auch der Endstand im Hinspiel. Im zweiten Spiel auf der PlayStation ging es munter los für Marcel. Er traf mit den in Rot gekleideten Düsseldorfern, aber Justin, der forcierte das Comeback. Kramaric war es, der den Ausgleich erzielte. Mit etwas Glück dann hier in Minute 37 der nächste Ausgleichstreffer, aber Justin, der gab nicht auf, der versuchte alles. In der Schlussphase brachte er nochmal alle offensiven Kräfte rein, die gingen, aber am Ende reichte es aus seiner Sicht leider nicht. Den nächsten TSG Fan E-Cup gibt es im Januar. Dort könnt ihr euch natürlich wieder qualifizieren. Alle Infos dazu auf 1899.de. Ja, liebe Leute, wir sind zurück im Stream. Und ich muss gerade sagen, vorhin kam auch schon die Frage, wo ich mich gerade befinde. Ich befinde mich tatsächlich in unserem Stadion, in der PreZero Arena, in unserem E-Sport-Studio. Und ich muss sagen, natürlich, hier ist kaum niemand. Wir sind hier gerade zu dritt. Und sonst ist hier niemand im Stadion. Menschenleer. Auch der Fanshop hat natürlich geschlossen. Aber online ist das natürlich weiterhin möglich, euch Sachen zu bestellen. Unter anderem alles, was das Herz begehrt, für euch natürlich immer weiterhin erhältlich. Und ja, es ist wirklich eine Ausnahmesituation, die wir hier jetzt derzeit haben. Schwierig damit umzugehen.
Aber ich hoffe natürlich, dass es euch allen in dieser schwierigen Zeit, in der Corona-Krise, entsprechend gut geht. Bleibt zu Hause, befolgt die Anweisungen der Bundesregierung und dann werden wir auch diese Krise hoffentlich schnellstmöglich überstehen und hoffentlich rollt dann auch wieder der Ball hier im Stadion, wo ich mich gerade befinde. Wir warten weiterhin auf das Signal des Veranstalters von der Deutschen Fußballliga, damit wir endlich losstarten können. So sage ich es jetzt einfach mal in das Spiel zwischen Greuther Fürth und der TSG Hoffenheim. Die Bundesliga Home Challenge. Heute mit etwas Verspätung. Und wir schauen einfach nochmal, ich bin wirklich überwältigt, was momentan im YouTube-Chat bei uns abgeht. Vielen, vielen Dank für die Resonanz. 700 Zuschauer haben wir gerade. Da wird natürlich gefragt, wann es losgeht. Wie gesagt, wir warten auf das Signal des Veranstalters der Deutschen Fußballliga und haben da momentan keinen Einfluss für. Es ist ein Pilotprojekt, dafür muss man leider Verständnis haben. Es gab es vorher noch nie so und aus dem Grund, ja, müssen wir da leider aktuell eben noch warten. Falls ihr weitere Fragen habt zum Format, falls noch irgendwelche Unklarheiten da sind, wie der Modus jetzt eigentlich funktioniert, schreibt gerne weiterhin Fragen in den Chat und ich werde die bestmöglich beantworten. Weitere Informationen zur TSG rund um die Uhr natürlich gibt es auf unseren weiteren Kanälen Instagram, Facebook, Twitter. Und tatsächlich auch auf TikTok. Also da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da haben wir auch einen Kanal. Hier nochmal eine kurze Einblendung. Ich habe schon öfters gesagt im heutigen Stream, aber es lohnt sich immer wieder, das zu wiederholen. Der TSG Fan E-Cup geht weiter, auch in Krisenzeiten von Corona. Am 3.4. findet eine Online-Qualifikation statt. Mit unserem Partner NGL veranstalten wir da immer Online-Turniere. Ihr könnt teilnehmen, sowohl auf der Xbox One als auch auf der PlayStation und könnt euch dann mit richtig guten Spielern messen. Und je weiter ihr kommt, desto bessere Preise könnt ihr auch tatsächlich abstauben. Also da habt ihr die Möglichkeit mitzuspielen. Eigentlich werden wir mit dem TSG Fan E-Cup im Finale, dann hier im E-Sport-Studio, wo ich mich gerade befinde, gegen den ersten FC Köln. Das Spiel fällt leider flach aufgrund der aktuellen Situation. Und so wird das Online-Finale dann eben online bestritten. So, jetzt habe ich wirklich schon einiges geredet. Jetzt seid ihr mal dran. Habt ihr noch Fragen? So, ich sehe hier direkt eine von Jeremy Utz. Ist das Ganze ein Turnier, also zum Beispiel K.O.-System oder Endtabelle? Jeremy, das Ganze ist kein Turnier. Das sind dieses Wochenende reine Showmatches und die werden nicht irgendwie in einem Turnier oder so festgehalten. Wir möchten heute einfach nur als Sieger vom Platz gehen, auf dem virtuellen Rasen gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Das ist unser Ziel. Der Julian Dahlmann hat dann gefragt, wann die weiteren Begegnungen stattfinden. Dazu haben wir natürlich auch eine Grafik, können wir auch nochmal gerne reinschauen. Heute finden dann noch 6 weitere Spiele statt. Unter anderem Berlin im Einsatz gegen Paderborn, Mainz gegen Borussia Dortmund, St. Pauli gegen den FC Schalke 04, der erste FC Köln gegen den VfB Stuttgart, Dresden gegen Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg spielt gegen Hannover. Morgen dann auch noch Partien mit Bremen gegen Nürnberg. Da unter anderem auch Megabit. Der ist ja deutscher Meister geworden in der virtuellen Bundesliga zusammen mit Dr. Erhano. Der wird zusammen spielen mit einem weiteren Lizenzspieler von Werder mit Eggestein. Also das auch nochmal so eine gute kleine Randnotiz. Leipzig dann gegen den Hamburger SV. Union Berlin gegen Jan Regensburg. Und Bielefeld gegen Kiel. Der SC Freiburg spielt auch mit 2 Lizenzspielern, mit Schlotterbeck und Flecken gegen den SVW in Wiesbaden, die letztes Jahr ihre Debütsaison in der VBR gegeben haben, und Darmstadt gegen Leverkusen. Ja, und wir warten, wie gesagt, weiterhin auf das Signal des Veranstalters der Deutschen Fußballliga. Leider läuft nicht alles reibungslos, das muss man
Ja, allerdings dann auch irgendwie akzeptieren. Es ist ein Pilotprojekt, klar wünscht man sich das, dass alles perfekt läuft, aber das geht halt manchmal nicht. Und die Technik, die dahinter steht, ist wirklich groß. Das kann ich euch sagen. Da sitzen wirklich sehr, sehr viele Leute gerade dran, versuchen bestmöglich eben die Verbindung aufzubauen. Wir haben die beiden Spieler nicht an einem Platz, sondern das Ganze wird eben online ausgetragen, brauchen Signale von dort und dort. Also das ist ein schwieriger Job, den die DFL da gerade managt und das Signal dann eben rüber zu schicken. Sie kriegen es momentan noch nicht hin. Wir warten weiterhin darauf, dass es funktioniert und hoffen dann, dass wir schnellstmöglich in die beiden Spiele reingehen können. Bis dahin machen wir eine kurze Pause. Bleibt weiterhin im Chat. Ich werde da auf Kommentare von euch eingehen, werde Fragen beantworten und dann sehen wir uns hoffentlich gleich in-game wieder. Bis gleich. So, ich bin wieder zurück, habe gerade ein paar Fragen im Chat beantworten können. Euer Feedback ist immer noch super. Danke, dass ihr momentan so geduldig seid. Ich mache mal kurz mein Mikrofon noch etwas näher. So, jetzt ist es besser. Wir haben momentan bei der TSG eine ganz nette Aktion. Ich habe gerade gelesen, wer vermisst die Südkurve auch? Das hat hier TYC geschrieben. Auch ein interessanter Name. Na klar, wir vermissen wir natürlich alle. Wir vermissen die Stimmung in der Arena. Und was wir vielleicht dagegen tun können, um so ein bisschen wieder in Stimmung zu kommen, das ist momentan eine coole Aktion der TSG. Schaut da gerne mal auf der Webseite vorbei, denn es gibt die Badener-Lied-Aktion. Da könnt ihr nämlich euren Videoclip an uns schicken, wie ihr das Badener-Lied schmettert. Und am Ende wird da ein
ganz cooles Highlight-Video draus geschnitten mit den verschiedensten Leuten, von denen wir eben Einsendungen bekommen haben. Also das wirklich eine coole Aktion, um wieder ein bisschen Stimmung zu euch nach Hause zu transportieren. Und ja, das Badener-Lied, wir vermissen es alle. Selbstverständlich. Wir warten momentan immer noch weiterhin auf das Signal der DFL. Deswegen entschuldigt bitte die aktuelle Verspätung. Wir wünschen uns natürlich alle, dass es schnellstmöglich losgeht mit dem Spiel zwischen Marcel und Fifabio. Hier nochmal rechts Marcel für uns heute aus der Lizenzspielabteilung. Monas Dabur am Controller. Ein richtig guter FIFA-Spieler, das sage ich euch. Hat auch richtig Bock. Hat natürlich neben seinem individuellen Training zu Hause sehr viel Zeit momentan auch für FIFA. Und deswegen befindet er sich momentan in guter Form. Zu Marcel kurz, er kommt aus Bielefeld, ich habe es schon öfters heute gesagt. Kuriose Geschichte, ist Dauerkarteninhaber trotz der Distanz nach Ostwestfalen. Seit 5 Jahren, seit 14 Jahren ist er brennender TSG-Fan. Und im E-Sport, da kennt er sich auch aus. Also er ist kein No-Name, er ist FIFA-Coach bei Beepart Gaming. Das ist ein FIFA-Netzwerk, das unter anderem Coaching-Sessions anbietet. Und da bietet er tatsächlich auch Coaching an. Also er weiß, wie das Spiel funktioniert und möchte das heute auch natürlich in der Partie gegen Greuther Fürth auf den Platz bringen. Ihr habt ihn gerade eben mit der Schale gesehen, TSG-Fan E-Cup Nummer 6 war das. Da haben wir mittlerweile tatsächlich schon 10 Cups hinter uns. Wir haben zu Marcel auch noch ein Interview für euch vorbereitet. Da erklärt er unter anderem, wie er TSG-Fan geworden ist, trotz dieser großen Distanz. Ihr könnt ja auch gerne mal in den Chat schreiben, wie es bei euch so ist. Kommt ihr auch von weiter weg? Seid ihr TSG-Fans, die wirklich manchmal 300, 400, 500 Kilometer fahren, um hier in die Arena zu gehen? Schreibt das gerne mal in den Chat, interessiert mich brennend. Und falls ihr übrigens auf diesem Kanal noch kein Abo dagelassen habt, dann tut das auch unbedingt. Das würden wir uns natürlich auch freuen für weitere E-Sports-Übertragungen, die wir ja auch immer regelmäßig bringen. Unsere Fancups werden natürlich auch immer gestreamt. Ich schaue mal weiter in den Chat und sehe hier Hans Lander, der ist auch brennender TSG-Fan und schickt liebe Grüße zu uns hier im Studio. Ja, ich befinde mich gerade hier im Studio in der leeren Arena. Also so leer habe ich sie natürlich auch noch nicht erlebt. Wegen der Corona-Krise die Bundesliga halt leider pausiert. Aber was will man machen? Wir machen das Beste raus, möchten heute virtuellen Fußball eigentlich hier sehen. Ich möchte gleich virtuellen Fußball kommentieren. Aber momentan warten wir weiterhin auf das Signal der DFL. Es gibt weitere Spiele im Verlauf des Tages. Hier habe ich euch heute auch schon des Öfteren präsentiert. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr überrascht, dass so viele neue Vereine sich auch dazu bereit erklärt haben, hier bei diesem Projekt teilzunehmen. Dazu zählt unter anderem Dynamo Dresden, wo Varis Artik und Marco Terrazino mitspielen als Lizenzspieler. Die haben ja auch eine TSG-Vergangenheit, wurden beide hier in Hoffenheim ausgebildet. Terrazino kam ja dann sogar nochmal zurück. Auch einige Bundesliga-Tore gingen auf sein Konto in der TSG-Zeit. Also das ist auch eine coole Geschichte. Die Dresdner dann später im Einsatz gegen Eintracht Frankfurt. Und nochmal zu den Vereinen, die neu mit dabei sind, unter anderem auch Borussia Dortmund. Dann haben wir mit dabei, muss ich kurz schauen, der SC Freiburg, auch noch ohne E-Sports-Aktivität. Wien Wiesbaden ist schon länger dabei, seit einem Jahr spielen die auch in der VBL. Jan Regensburg und Union Berlin, beides zwei Newcomer. Also da ist auf jeden Fall neues Personal gesorgt. So, ich habe hier noch einen Kommentar. Und, hoch, wir haben Signal. Der absolute Wahnsinn. Wir sehen oben rechts in der Facecam, sehen wir Marcel im TSG-Trikot und daneben Fifabio. Das ist ja der Oberhammer. Wir haben endlich Signal. Es kann endlich losgehen. So eine Freude habe ich lange nicht mehr verspürt. Jetzt kann es endlich losgehen mit der Bundesliga-Home-Challenge. Wir sehen die Aufstellung von Marcel. Vorne im Sturm natürlich Dabur. Er geht 4-2-3-1 an. Wenn ihr euch fragt, okay, er spielt jetzt gerade im linken Mittelfeld Bayer. Wieso spielt er da Bayer?
Der wird wahrscheinlich relativ dribbelstark sein. Im 85er-Modus haben ja alle die gleiche Spielstärke. Und deswegen wird er da auf ihn setzen. Also, für Marcel kann es losgehen. Für Fabio sehen wir gerade, ist gerade noch in Kontakt mit jemandem. Aber dann kann es auch dort hoffentlich gleich starten. Marcel ist bereit, hier das erste Spiel für unsere TSG zu absolvieren. Bei der Bundesliga Home Challenge. Das Rückspiel, das wird dann natürlich Munas Tabur bestreiten gegen Timothy Tillmann. Der spielt bei den Fürthern. Hat in dieser Saison 4 Spiele absolviert, 2 Tore vorgelegt. Warum Esther im Tor? Das ist eine gute Frage. Nice Dude. Du setzt eigentlich standesgemäß im 85er-Modus bei den Torhütern immer auf den größeren. Ich weiß nicht, ob Esser größer als Baumann ist, aber müsste eigentlich so sein. Deswegen hier die logische Konsequenz, dass Esser am Tor steht oder auch, dass er den präferiert im Vergleich zu Pentke. Also man setzt da eigentlich immer auf den größten Torwart im Kader. Ansonsten, wenn wir uns die Aufstellung anschauen, Kjaer Rabeck auf rechts, Sko auf der Linksverteidigerposition, Akpoguma am Posten in der Mitte, Samaseku und Grilic dann die Doppel-6 und Bebou Baier auf den Außen. Und ich glaube, Fifabio macht sich jetzt auch langsam fertig. Ja, verlässt nochmal kurz den Platz. Ist gut. Ja, Marcel sieht ganz konzentriert aus. Wir hatten vorhin kurz über Fifabio gesprochen. Er ist wirklich einer der defensiv stärksten Spieler der VBL gewesen. Führt ja ein Überraschungsteam schon seit Beginn an. Im virtuellen Fußball in der ersten VBL-Saison sind sie Vierter geworden. In der zweiten Saison dann tatsächlich Zweiter. Man ist gespannt, wo sie dann nächstes Jahr landen. Also da machen sie wirklich einen guten Job bei Fürth. So, wir warten weiter auf Fifabio. Und ich schaue noch währenddessen in den YouTube-Chat. Auf geht's, hoffen mal, Jungs, genau. Stimmt mal die Fangesänge an. Das wäre jetzt was. So, wir haben das Signal, Fifabio ist jetzt auch wieder da. Ist noch in Kommunikation. Und jetzt wird der Bildschirm schwarz. Und jetzt erscheint die Trainingsarena. Das heißt, gleich geht's los. Das Spiel zwischen Marcel und Fifabio. Ein ordentliches Kaliber, was die TSG da bei der ersten Bundesliga Home Challenge präsentiert bekommt. Wir warten weiterhin auf das Signal, haben gerade ein Standbild und währenddessen können wir noch mal aufschauen. 15:30 Uhr hätte es eigentlich losgehen sollen. Mittlerweile haben wir schon kurz nach 4, deswegen wird sich der komplette Terminplan etwas verändern. Jetzt sind wir in-game. Halleluja. Fürth stößt an in Grün-Weiß. Hoffenheim in Blau von rechts nach links. Und jetzt brauchen wir eure Unterstützung im Chat. Auf geht's, Hoffe. Die Fürther mit Beimo. Und Sapai, es ist wirklich wichtig, jetzt hier in diesen ersten Minuten kein frühes Gegentor zu kriegen, weil wenn du eins bekommst, das hat Marcel auch im Vorhinein schon gesagt, dann wird es ganz, ganz schwierig. Und jetzt schauen wir auf diese unglückliche Situation. Was war das denn? Gerade sage ich's. Die Fürther gehen mit 1 zu 0 in Führung. Ah, wir schauen uns Gesicht von Marcel, der kann es nicht fassen. Was für ein Tor. Liebe Leute, ist das typisch FIFA? Ganz krummes Ding. Ganz, ganz krummes Ding. Also das ist natürlich genau das, was Marcel eigentlich verhindern wollte. Und jetzt muss er über sein eigenes ruhiges Spiel hier zurückfinden. Akpoguma mit Samaseku. Ey, ist das... das ärgert natürlich. Mich auch. Und euch natürlich auch, die es mit der TSG hier in diesem Matchup gegen Greuther Fürth halten. Erste Angriffsbemühung, ja, Grilic verliert da den Ball. Munas Dabur übrigens
im zweiten Spiel im Einsatz. Das Ganze wird dann addiert und dann ein Gesamtsieger ausgemacht. Sertaj Aslan schreibt: Wir drehen das noch. Das ist die Devise, liebe Freunde. Auf geht's. Führt wieder mit einer langen Ballbesitzphase mit Keita Ruel. Und das ist Bayer. Unser Youngster hat ja auch schon Bundesliga-Minuten auf dem Buckel in dieser Saison. Seine Debütsaison. Ja, ich habe es auch gelesen. Mislav Topic schreibt nur: So ein Schmutzspiel nach dem Gegentreffer. Es war wirklich nicht schön anzuschauen. Aber ist ja noch alles drin. Die führt da wieder über links. Dann kann es wieder gefährlich werden. Seguin ist das. Sapai. Wieder Seguin. Raum. Ja, wir kommen nicht richtig in die Zweikämpfe rein. Und so kann das gut in den Strafraum spielen. Wie gesagt, das ist eine Riesenaufgabe und da geht der Ball durch die Beine. Ist das ärgerlich? Und Marcel kann dann dennoch klären. Aber er hat momentan nicht dieses Zweikampf-Momentum, von dem man ja immer spricht, auf seiner Seite. Sehr, sehr schade. Hoffen wir, dass sich das im Laufe des Spiels ändert. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr irgendwie einfach nie in FIFA in die Zweikämpfe reinkommt? Ich glaube, so fühlt sich Marcel gerade. Ja, Bebu kommt da auch zu spät. Man muss auch sagen, dass Fifabio sehr, sehr hoch steht. Schaut euch mal das an, unten in der Karte. Da stehen wirklich fast alle Spieler der Fürther in der gegnerischen Hälfte. Stefaniak. Stefaniak. Und Keita Ruel. Ja, es ist wirklich ein Geduldsspiel. Da haben wir Bayer. So, jetzt können wir vielleicht mal offensiv aktiv werden. Ja, das ist eine gute Idee. Herrlands Dreieck auf die Außen geht immer. Bayer macht das gut. Mit der Ballrolle schön verzögert, legt zurück. Bebu, komm schon, Junge. Bebu, der übrigens auch sehr, sehr gut an der Konsole ist. Also, Unas Dabur und Bebu, zwei Spieler, die richtig was drauf haben. 25 Minuten sind jetzt durch. Man muss natürlich zugestehen, dass Fürth hier mehr vom Spiel hat. Der Führungstreffer war sehr, sehr unglücklich. Aber wir hoffen, dass Marcel hier nochmal zurückfindet. Die Idee gerade über außen war nicht schlecht. Und dann musst du eigentlich als verteidigender Spieler im Kopf des Gegners sein. Sapai. Mit Regota. Das ist dieses typische FIFA 20 Spiel. Du versuchst in den Strafraum zu kombinieren, handballmäßig. Oh, ist das ärgerlich. Und mit vereinten Kräften können Porsche und Akpoguma da jetzt hinten erstmal rausspielen. Bayer, sehr, sehr aktiv. Einer der aktivsten bei der TSG in diesen ersten virtuellen Minuten. Hier ist er wieder am Ball. Viele Ballkontakte. Wo ist der Videobeweis, fragt Timo K. Ja, den gibt es noch nicht. In FIFA 20. Let's go. Wieder Bayer. Mit dem probiert er wirklich immer wieder was, aber klasse zugestellt. Fürth spielt gutes Verteidigungsspiel. Jetzt geht es über die linke Seite. Gut abgelaufen von Kaderabek und das müsste Abstoß geben. Genau, und da haben wir Esser. Darüber haben wir vorhin gesprochen. Aufgrund seiner Körpergröße. Ihr könnt ja gerne mal in den Chat reinschreiben, wer das weiß, wie groß er ist. Aber ich glaube, er müsste echt an die 2 Meter sein. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Beim Gegentor konnte er nichts machen. Ich habe vorhin bei dem Gegentor leider nicht so wirklich auf Fifabios Reaktion geschaut. Aber der muss bestimmt auch sich eins geschmunzelt haben. Regota. Immer wieder Sapai. Ja, die TSG im E-Sports. Die Geschichte gibt es erst nicht seit diesem Wochenende, sondern auch schon vorher. Die TSG Fan E-Cups, eine sehr beliebte Turnierreihe. Schaut da gerne mal vorbei und spielt mit. Alle Infos unter anderem auf unserer Webseite und bleibt auch hier auf YouTube auf dem Laufenden. Lasst gerne ein Abo da. Dort streamen wir auch immer die Events live. Also abonnieren lohnt sich. 1,97 Esser schreibt... Der Dick 31, Dankeschön für die Information, ich vertraue dir an der Stelle einfach mal.
Da dürfen noch die Fans im Stadion. So schaut's aus, Timo. Gerade Rabeck, gleich ist die erste Halbzeit rum. Wir müssen leider sagen, Fifabio ist ein überragender Verteidiger. In der VBL bester Defensivmann gewesen. Von den 22 Mannschaften, die mitgemacht haben. Riesenleistung. Und von daher können wir Marcelli auch nichts vorwerfen. Er ist kein Pro-E-Sportler, aber er hat ein bisschen was drauf. Und deswegen kann er jetzt hier mit Sko erstmal verteidigen. 0:1 ist okay. Dafür, dass wir wirklich wenig Spielanteile hatten. Aber ansonsten natürlich sehr, sehr unglückliche Torentstehung. Sowas wollen wir eigentlich nicht sehen. Wir wollen hier hochqualitative Tore sehen. Aber für FIFA 20 gehören halt auch mal solche, ach, ich nenne sie immer so schön Backtore. Was willst du machen? Marcel muss probieren, hier vielleicht irgendwie offensiv nochmal einen Akzent zu setzen. Mit einer taktischen Umstellung vielleicht, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Akpoguma, was aufs Go. Vielleicht muss auch mal die Seite wechseln. Auch mal über rechts spielen. Bayer hat das zwar ordentlich gemacht, war der beste Mann auf dem Platz, meines Erachtens. Aber jetzt kommt mal Bebu. Wie das Bebu hat auch ein bisschen was drauf. Vor allem Tempo. Ja, Rabeck. Ja, vielleicht probiert es vielleicht mit einer Flanke oder so. Ist natürlich in FIFA 20 nicht so effektiv, aber hey, wieso nicht mal probieren? Vielleicht kullert er ja rein, so wie vorhin. Auch bei den TSG Fan E-Cups haben wir schon Eckballtore gesehen, was man in FIFA 20 als absolute Seltenheit bezeichnet. Sama Seku. Falls ihr noch weitere Fragen zum Modus habt, zur Bundesliga Home Challenge, schreibt sie gerne in den Chat. Ich bin begeistert von eurer Aktivität. 630 Zuschauer gerade live auf YouTube. Eine super Zahl. Wir freuen uns sehr, dass ihr zuschaut. Pusht nochmal die TSG in der zweiten Halbzeit hier in diesem ersten Spiel zwischen Marcel und Fifabio. Danach gibt es dann das Duell der Profis zwischen Timothy Thiemann und unserem Pro und Munas Dabur. Jetzt wieder lange Ballbesitzphase. Das ist so schwierig für den Kopf. Das verlangt wirklich Nerven, das zu verteidigen. Man spricht ja immer vom E-Sport, wenn man an die Eigenschaften denkt, von Geduld und Denkvermögen, natürlich auch von Geschicklichkeit. Aber ich glaube, Geduld ist wirklich eine der Eigenschaften, die du am meisten mitbringen musst, gerade in FIFA 20. Und da immer bei 100% zu sein. Kramaric. Kramaric, schöner Dragback. Ah, und dann landet der Ball wieder bei Stefaniak. Also es ist wirklich ein Bollwerk, was die Fürther da aufspielen. Richtig gut verteidigt. Auf geht's, Hoffenheim. Lese ich im Chat von No Name. So schaut's aus. Gegen Fangesänge im Chat haben wir natürlich nichts. Die wird der Marcel spüren. Es ist eine sehr zähe Begegnung hier. Es geht um Prestige. Ebu. Wie knackt er dieses defensive Mittelfeld? Da muss er einfach mal hinter die Kette kommen. Jetzt hat er es geschafft, Bayer. Aber auch da wieder gut verfolgt von Behimo. Und dann ist es halt einfach schwer zu spielen. Aber vielleicht hat er jetzt mal eine Idee. Mit Grinic. So verlagert. So, liebe Freunde, jetzt erklärt mir mal, wie man da durchkommen soll. Vierter Defensivqualität auch bei der Bundesliga Home Challenge. Die VBL lügt nicht. 10 Auswärtstore doppelt. Nein, tun sie nicht. Sagt PYC. Philipp Niebel stößt auch zum Chat hinzu. Liebe Grüße an dich und natürlich auch alle an andere weiteren Zuschauer hier im Stream. Schön, dass ihr da seid. Dabur Win. Den hoffen wir gleich zu sehen natürlich. Oh, 72. Minute. In der zweiten Halbzeit kaum was passiert. Auf vierter Seite keine Abschlüsse, nur viel Ballbesitz. Und Marcel
knackt auch das Kräuter nicht. Aber wir müssen sagen, die Tore werden zusammengerechnet. Und wir haben mit Munas Dabur einen Top 100 Spieler in unseren Reihen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass er gegen Timothy Tillmann diesen Rückstand drehen könnte. Deswegen ist dieses 0:1 vielleicht gar nicht mal so schlecht. Marcel muss ja auch defensiv wirklich immer aufpassen. Auf geht's auch für Kämpfen und Siegen, schreibt ABC 1-2-3. Wenn auch am Ende im Hin- und Rückspiel. Das müssen wir jetzt langsam in Erwägung ziehen. Und jetzt geht's in die Pause. Ja, so ab der 70. Minute wird taktisch immer noch mal gerne was gemacht. Ich glaube, Fabio ist auch nicht ganz zufrieden mit seinem Spiel, weil da kommt offensiv viel zu wenig. Da kenne ich ihn ganz anders von seinen Spielen aus der virtuellen Bundesliga. Das Rückspiel gibt's direkt im Anschluss. HBSG Rheinhausen. Und jetzt kann es hoffentlich gleich weitergehen. Wir haben neue Spieler auf dem Platz, unter anderem Brun Larsen. Neuzugang von Borussia Dortmund. Auch das natürlich ein sehr, sehr dribbelstarker Spieler, der auch über sein Tempo kommt. Der soll jetzt hier in den letzten Minuten vielleicht nochmal hier für eine kleine Wendung sorgen. Und ein Unentschieden wäre natürlich sehr, sehr gut. Dieser Fabio von den Fürther, das ist ein richtig guter. Das ist einer, der die FIFA 20 Meter verinnerlicht hat. Der genau weiß, was er tun muss, um Spiele für sich zu entscheiden. Und von daher bin ich mit dem Auftritt von Marcel hier trotz alldem sehr zufrieden, obwohl er 0:1 im Rückstand liegt. Er macht das defensiv gegen diesen absoluten Pro, der Vizemeister geworden ist in der virtuellen Bundesliga, sehr, sehr ordentlich. Jetzt gilt es natürlich, kein Gegentor erstmal zu kassieren, damit Munas eine gute Ausgangsposition hat für das zweite Spiel gegen Timothy Tillmann. Mavrei. Beimo. 5 Minuten noch virtuell auf der Uhr. Eine Halbzeit geht übrigens 6 Minuten in diesem Modus, damit ihr da zeitlich Bescheid wisst. Nachspielzeit wird es wahrscheinlich 2 Minuten geben. Guter Ballgewinn jetzt nochmal. Kramaric raus auf Belfodil. Steht vielleicht nochmal jemand in der Mitte. Vielleicht bringt er jetzt nochmal die unkonventionelle Flanke. Nein, es geht wieder zurück. Samaseko. Gadarabek. Wo ist die Lücke? Vielleicht nochmal ein Abschluss. Gut gemacht, Kramaric. Aber Mavrei ist dazwischen. Er macht das sehr gut. Viel Fabio von den Fürther. Das muss man einfach zugestehen. Klasse Verteidigungsleistung. Ob es attraktiv anzusehen ist, ist die andere Frage. Könnt ihr gerne mal eure Meinung zu in den Chat schreiben. Zur Attraktivität von FIFA 20 im Vergleich zu FIFA 19. Eine unglaubliche Veränderung. Ich habe im vergangenen Jahr im FIFA E-World Cup in London kommentiert, in FIFA 19. Da sind etliche Tornado-Tore oder Fallrückzieher-Tore gefallen. Sowas sieht man in FIFA 20 kaum noch. Also auch auf dem allerhöchsten Niveau. Und am Ende steht also das 1:0 für Fifabio und für die Fürther. Wie sagt man im Gamerslang so schön? GG an Kräuter Fürth. Das erste Spiel geht an die Kleeblätter. Wir hatten keinen Schuss im gesamten ersten Spiel. Er hat so gut verteidigt. Und jetzt schaut euch diese Wiederholung an vom Treffer. Es ist ein Auftakt in diese Bundesliga-Home-Challenge. Oh. Ich lasse das einfach mal unkommentiert an dieser Stelle. Das war es mit dem ersten Spiel. Wir haben eine zweite Möglichkeit. Wir haben eine zweite Möglichkeit, das Ding nochmal umzudrehen. Und wir haben ordentlich Personal dafür. Wir haben nämlich Munas Dabur. Top 100 Spieler auf der PlayStation. Und der hat richtig was drauf. Und da können wir gerne auch nochmal reinschauen auf seine Chart. 27 Jahre ist er alt. Haben wir verpflichtet. Nicht aus dem Grund, damit er uns hier in der Bundesliga-Challenge so bestmöglich vertrieb wie möglich, sondern dass er Tore für uns erzielt. Das hat er auch gut gemacht, unter anderem beim DFB-Pokalspiel gegen die Bayern mit einem Doppelpack. Seit Januar ist er also bei uns und engagiert sich sehr für den E-Sport. Hat unter anderem mal die 22 der Weltrangliste erreicht. Also ganz schönes Brett, was er da schon geschafft hat. Und Munas Dabur wird uns jetzt also hier im zweiten Spiel vertreten, hat unter anderem unter der Woche auch bei einem
Cup mitgemacht, beim Interwetten Home Cup, dort gegen einen E-Sportler gespielt, nämlich gegen Benedikt Bauer vom VfL Wolfsburg und gegen zwei andere Fußballprofis, Christian Joel von Sporting Gijón und Luis Fernandez von Asteras Tripolis. Und dieses Vierer-Turnier wurde live gestreamt und dazu habe ich auch nochmal die Highlights für euch. Dann könnt ihr mal sehen, was der Dabur so alles drauf hat. Genau, und es ging nämlich im Halbfinale gegen den E-Sportler vom VfL Wolfsburg direkt mal beim Interwetten Home Cup. Und da fing Dabur richtig gut an. Mit seiner eigenen Karte, mit seinem eigenen Spieler, kann man so sagen, traf er hier Aluminium, geriet dann allerdings in Rückstand, machte das Comeback allerdings perfekt, indem er hier zum 1:1 traf und anschließend gab es dann ein Golden Goal. Jetzt schaut euch diese Spielqualität an. Grilic zusammen mit Bebu, dann nochmal Grilic, Trackback angetäuscht und dann direkter Abschluss von Kramaric. Richtig gutes FIFA, was Dabur da geboten hat beim Interwetten Home Cup gegen Benedikt Bauer im Halbfinale. Und so ging es dann bei diesem Turnier ins Finale für Munas. Und dort traf er auf Luis Fernandez von Asteras Tripolis. Und das war, kann ich euch sagen, wirklich eine krasse Sache. Ja, die Grafik ballert mies, schreibt der Stian. Wir können leider nichts dafür. Das ist das einzige Material, was uns zu diesem Cup zur Verfügung steht. Und bevor wir es euch gar nicht zeigen, leider in dieser etwas schlechteren Qualität. Entschuldigen uns natürlich dafür. Auf jeden Fall Start nach Maß, früh in der Partie gegen Munas mit 1:0 in Führung und legte direkt nach Kramaric in der Doppelspitze zusammen mit Dabur im Zusammenspiel und dann früh das 2:0. Am Ende hieß es dann 5:2 für Munas und er war der Sieger des Interwetten Home Cups. Das hat er natürlich auch über Social Media verbreitet. Über unsere TSG Hoffenheim-Kanäle haben wir unter der Woche dazu auch einige Posts rausgehauen. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Auch wir bleiben im E-Sports weiter mit dabei. Und jetzt sind wir im Spiel. Wir haben leider schon 5 Minuten verpasst. Wir sind da, wir sehen die beiden Facecams. Es steht 0:0, also keine Highlights, die wir verpasst haben. Dabur gegen Timothy Tillmann. Das zweite Spiel bei der Bundesliga Home Challenge. Wir sind drin in der Partie. Jetzt also die Profis am Werk. Jetzt wird's heiß, jetzt wird's entscheidend. Dabur muss hier eine 0:1 Führung der Fürther dank Fi Fabio umdrehen. Was kann dieser Timothy Tillmann? Das ist die Frage. E-Sport-mäßig hat man noch nicht viel von ihm gehört, wie das zum Beispiel bei Spielern bei Schalke ist und Nassim Boujelab, der auch Top 100 Spieler ist, aber das macht er gut. So, aber jetzt Munas für uns am Ball mit Kramaric. Ja, den Trick haben wir vorhin schon in der Wiederholung gesehen. Den macht er gerne mal, diesen Dragback anzutäuschen. Ja, und wir sehen auch im Chat einige israelische Zuschauer. Die möchten sich das natürlich auch nicht entgehen lassen. 15 Minuten sind jetzt hier noch durch. Keine Highlights. Erstmal Abtastphase. Auf geht's Munas, kämpfen und siegen. So schaut's aus. Patrick Kreisel. Grilic. Ja, gutes Zusammenspiel. Jetzt die Chance für Kramaric. Oh, kann er sich da irgendwie durchsetzen? Ja, da ist das 1:0 für Munas. Oder kommt die Faust, Steadicam. Bebu, richtig stark. Klar hat er da ein bisschen Glück, dass er da durchkommt. Aber er trifft Bebu. Und jetzt will ich hier mal ordentlich was im Chat sehen nach diesem Treffer. Ja, Timothy Tillmann muss ein bisschen lachen. Jetzt also insgesamt der Ausgleich. 1:1, wenn man beide Spiele sieht. Aber aufpassen, Munas. Du musst auch noch ein bisschen verteidigen. Im Gegenzug. 20. Spielminute. Keita Ruel. Ah, das tut weh. Auswärtstorregel gibt's nicht. Das ist hier eine reine Veranstaltung von den Fürtern als Heimverein, wie wir hier oben auch sehen können. 1:1, schade. Aber schon mal mehr Highlights als im Spiel davor. Das freut mich, ja, speziell als Kommentator natürlich. Ah, Kramaric, uiuiui. Jetzt geht es hier aber zur Sache, da wird geringt. Guter Ballgewinn. Dabur, komm.
Zeig was, was du drauf hast. Schöner Pass auf André Kramaric. Der ist im Strafraum, zieht direkt ab. Und starke Parade von Burchardt. Ah, Eckballvarianten, die wird er auch einstudiert haben. Muss man als Top 100-Spieler. Oh, der nächste Abschluss. Also Munas zeigt, wo es hingehen soll. Aufs Tor der Vierter. Weiterhin tolle Aktivität von euch im Stream für mehr E-Sports. Lasst gerne ein Abo da, hier auf dem Kanal der TSG. Unbedingt auch den TSG-Fan-E-Cup abchecken auf 1899.de. Und auch auf unseren sozialen Kanälen immer wieder Infos zu FIFA 20 und auch zu Munas. Und das die nächste Chance. Mal per Flanke probiert. Den Kopfball verpasst er leider knapp. 30 Minuten durch. Was sagt ihr im Chat? Munas hat hier doch schon tendenziell so ein bisschen die Nase vorn. Macht mehr fürs Spiel. Grilic. Gutes Auge, Bebu. Ja, verzögert ein bisschen. Oh, da will er ihn nochmal querlegen. Stefaniak raus auf Rigota. Zieht nochmal zurück. Also auch bei Tillmann erkennt man, dass er mit FIFA schon ganz gut klarkommt. Auf geht's, Munas. Schießt ein Tor nochmal für Patrick. Das denken sich gerade einige bei uns hier im Stream. Ich hoffe alle. Ebu. Schön verzögert. Aber der letzte Pass, der kommt momentan noch nicht an. Aber er ist dran. Muss nur aufpassen, dass er nicht in den Konter läuft. 38. Spielminute jetzt. Nochmal die Kleeblätter. Gaetaruel, der Torschütze. In Stürmerposition hat er gut als Anspielstation fungiert. Stefaniak, es ist ein Geduldsspiel. Gaetaruel, gut dazwischen. Kramaric, vielleicht mal jetzt mal die linke Seite in Szene setzen. Ah, super Zusammenspiel. Kramaric kann er sich durchsetzen. Er fällt. Herr Schiedsrichter, können wir da vielleicht über Freistoß reden? Leider nicht. Videobeweis gibt es auch nicht in FIFA 20. Da muss FIFA noch nachlegen. Gut abgelaufen. Also generell nochmal zum Modus für die Leute, die hier neu dazuschalten. Es gibt zwei Spiele. Einmal hat unser TSG-Fan-E-Cup-Sieger Marcel eben gespielt. 0:1 unterlag er wie Fabio, einem E-Sportler. Und jetzt eben das Spiel unserer beiden Profis hier. Tillmann von den Fürtern und Munas Dabur auf Seiten unserer TSG. Und jetzt ist erstmal Pause, ja? Munas schüttelt so ein bisschen den Kopf, ist nicht ganz zufrieden. Hatte auch mehr Spielanteile, wir haben es gesehen, 3:1 Schüsse. Während wir hier mal die Aufstellung der Vierter sehen. Die ist auch im 4-2-3-1 spielen. 4-2-3-1 ist auch wirklich die beliebteste Formation im FIFA-Universum. Auch im vergangenen Jahr bei der Global Series, also bei den allerechten Pros, kommt die immer fast ausnahmslos zum Einsatz. Und falls ihr weitere Fragen hier habt, ich habe den Chat vor mir liegen, schreibt gerne eure Fragen hier rein. Wir streamen heute unter anderem auch noch auf Facebook. An die Leute auch nochmal natürlich herzliches Hallo. Und jetzt die zweite Halbzeit. Dabur. Ja, da geht er schon entschlossen ran. Auch hier Bayer übrigens im Einsatz. Ich weiß nicht, ob es da Absprachen gab mit Marcel. Seguin. Wann kommt der Moment, den Zweikampf für sich zu entscheiden? Gaetaruel. Und da haben wir die Kugel wieder. Also wir bräuchten für ein Unentschieden jetzt einen Treffer.
gut gemacht. Nordwald kurz auf Karl Radek. Was kann man da jetzt noch rausholen aus dem Spiel? Warum kann Fürth mit der TSG mithalten? Denn normalerweise ist Fürth ja schlechter. Christina Heim, kann ich dir ganz einfach beantworten. Wir spielen hier im 85er-Modus. Das heißt, jeder Spieler hier wirklich hat dieselben Spielstärken. Von daher gibt es da keine Benachteiligungen. Dieser Modus wird auch in der generellen virtuellen Bundesliga benutzt und ist eine super Alternative, um dann eben die Mannschaften gleich stark zu machen. Bayer mit dem Ball auf Sko. Der treibt jetzt hier nochmal das Leder voran. 60. Minute, in der zweiten Halbzeit bis dato noch nicht viel passiert. Aber jetzt könnte was passieren mit Dabur und mit Kramaric. Und Kramaric bleibt weiter am Ball. Wo ist die Anspielstation? Aber gut dazwischen hier vom Verteidiger Raum. Beide Jungs oben in der Facecam natürlich hochkonzentriert. Möchten hier ihren Club bestmöglich repräsentieren. Und wir haben auch mit Munas in den letzten Tagen schon gesprochen. Er hat sehr, sehr viel Lust auf dieses Projekt hier gehabt. Und auch hart trainiert. Zusätzlich zu seinem individuellen Training zu Hause natürlich. Gaeta Ruel. Nordwald raus auf Bebu. Der kann hier den Ball kurz vor der Linie noch für sich behaupten. Ja, und da sieht man immer wirklich diese Gedankenspiele, wo du als verteidigender Spieler echt überlegen musst, was macht der Gegner als nächstes? Wo steuere ich hin? Du musst wirklich im Kopf sein. Kramaric. Samaseku. So, jetzt Dabur mit sich selbst. Grilic. Ah, die Fürther können echt gut verteidigen. Muss man ihn lassen. 20 Minuten noch zu gehen. Aktuell wäre es der Erfolg für die Kleeblätter. 2:1 in der Addition. Jetzt die Chance. Und eins ist klar, Munas muss gleich das Risiko etwas erhöhen. Pause wurde auch schon angemeldet von Timothy Tillmann. Seguin. Stefaniak. Oh, das ist die Möglichkeit. Und Baumann, der hier bei Munas im Kasten steht, mit einer guten Parade. Schön, dass es dich gibt, Olli. Galarabek. Auf Bebu. Ja, stark gemacht. Ist jetzt im Strafraum. Wer läuft sich frei? Samaseku auch jetzt weit mit vorne dabei. Dreht sich einmal zu viel. So führt wieder ein Konter. Die Pause schon seit Ewigkeiten angemeldet, aber der Ball geht einfach nicht ins Aus. Maximilian Bayer nochmal mit Samaseku. Grilic. Kramaric. Ah, der letzte Pass. Sehr schwer. Jetzt die Chance für Bayer. Der muss es sein. Der ist es. 2:1. Super Tor. Ganz wichtig. Und so jetzt der Gesamtausgleich. Und jetzt will ich was sehen im Chat. Munas ist in Führung. Richtig gut gemacht. Und unser Youngster Bayer macht das Tor. Auch er natürlich hier mit dem 85er Rating. Sehr, sehr stark. 600 Zuschauer sind hier gerade live. Jetzt wird es nochmal richtig spannend in den letzten Minuten. Gutes FIFA, was wir hier sehen. Kann Munas vielleicht hier sogar noch den Gesamtsieg holen? Ich bin gespannt, ob jetzt einer nochmal ins Risiko gehen wird oder ob man sich mit dem Unentschieden begnügt. 83. Minute, Grilic. Aufkommen, Munas. Mach was Besonderes. Mach was, was Tillmann in dieser Phase nicht erwartet. Der jetzt allerdings erstmal mit Ballbesitz. 84. Spielminute. Gehr. Aufpassen. Nordwald eilt zu Hilfe. Nordwald macht das stark. Da prallt er einfach nur ab von unserem norwegischen Hünen.
Larsen. Zusammen mit Samaseku Dabur. Sehr ordentlich gemacht. Oh, da läuft sich jemand frei. Das ist Dabur. Dabur kann sich den Ball behaupten. Der Ball in die Mitte. Kramaric, das ist das Tor. Das ist das Tor. 3:1. Gesamtführung für Munas und für die TSG. Das gibt's nicht. Richtig stark. Vorlage kam von ihm selbst, von seinem eigenen Spieler. Und jetzt muss er es über die Runden kriegen. Wow, was ein Comeback. Das hätte ich nicht erwartet. Aber aufpassen. Die führt das Spiel auch noch mit. Oh, die führt das Spiel auch noch mit. Und da klärt der Schier auf der Linie. Was für eine Dramatik in diesen letzten Sekunden. Aber das muss es gewesen sein eigentlich. Munas dreht das Spiel. Trotz der Niederlage von Marcel gewinnt die TSG den Schlagabtausch mit Greuther Fürth mit 3:2. Was für eine Geschichte. Munas macht uns stolz. Ganz stark. Lesen wir ja auch im Chat. Wow, was für eine Dramaturgie gerade. Ah, ich bin aus dem Häuschen. Also, wow. Mir fehlen ein bisschen die Worte, wie er das wirklich noch in den letzten 10 Minuten gedreht hat. Aber das ist das wirklich, was ich gesagt habe. Mit dieser Konzentration, die du über die komplette Spielzeit beibehalten musst. Auch in den letzten Minuten. Denn FIFA ist nie etwas entschieden. Und er hat dieses 1:1 noch in ein 3:1 umgewandelt. Und so am Ende der Gesamtsieg 3:2 für die TSG bei dieser Bundesliga-Home-Challenge. Ich bin aus der Puste. Liebe Freunde, es gibt auch noch weitere Partien der Bundesliga-Home-Challenge an diesem Wochenende. Hertha gegen Paderborn, direkt im Anschluss auf dem Channel der virtuellen Bundesliga. Mainz 05 gegen Dortmund später, St. Pauli gegen Schalke, Köln gegen Stuttgart, Dresden, unter anderem mit zwei ehemaligen Akademiespielern der TSG, mit Barış Artık und mit Marco Terrazzino, gegen Eintracht Frankfurt, Augsburg gegen Hannover und am morgigen Tag dann auch nochmal 6 Partien. So, und das war es jetzt erstmal von dieser Stelle. Wir haben natürlich nochmal den Reminder, TSG Fan E-Cup auch unbedingt abchecken. Dafür sämtliche Social Media Kanäle der TSG abonnieren. Auch hier auf YouTube kommt immer wieder E-Sports Content. Am 3.4. könnt ihr da beim Online Qualifier mitmachen, könnt tolle Preise gewinnen, unter anderem auch Tickets für den Start, wenn die Fußball-Bundesliga dann hoffentlich wieder zurück ist. Oder Trikots. Also da unbedingt auch vorbeischauen und beim TSG Fan E-Cup mitmachen. Das war's mit der Bundesliga Home Challenge. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir anfänglich etwas Probleme hatten. Ich hoffe, euch hat der Stream unterhalten. Ich hoffe, es war ein gutes Alternativprogramm zur Fußball-Bundesliga. Und jetzt verabschiede ich euch und wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und munter. Bis bald.